Oh, dann seid gepriesen, dass ihr euch befreien konntet. Seht ihr auch eine Möglichkeit, einem alten Mann zu seiner Freiheit zu verhelfen? Natürlich werde ich alles tun, um euch zu helfen. Wisst ihr, wie ich euch aus dem Käfig helfen kann? Ach, jetzt fahre ich wieder über die Texte. Ich möchte erst wissen, wer ihr seid. Fahre ich hier drüben auch über die Texte? Nö. Ich möchte erst wissen, wer ihr seid und wie es kam, dass ihr hier gefangen gehalten werdet. Ich bin nicht sicher, ob ich euch befreien kann. Wisst ihr, wie diese Glastür geöffnet wird? Ich finde, man kann in diesem Gefängnis niemandem trauen. Ihr bleibt erstmal, wo ihr seid, alter Mann. Ja, erst möchte ich wissen, woher. Ich heiße Fenton und ich bin schon eine geraume Zeit in diesem Glaskasten. Warum, das weiß ich nicht, aber ich fürchte, man will an mir magische Experimente durchführen. Bitte helft mir. Ja, natürlich werde ich alles tun, um euch zu helfen. Wisst ihr, wie ich euch da rausholen kann? Ich habe andere gesehen, mit denen experimentiert wurde, wie ihr sagt. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Wisst ihr, wer dahinter steckt? Ich bin nicht sicher, ob ich euch befreien kann. Wisst ihr, wie ich die Glastür öffnen kann? Ja, machen wir mal zwei. Nein, ich weiß überhaupt nichts über den, der das alles angerichtet hat. Mein Fürst. Bitte helft mir, ich fürchte, ich bin zu alt, um noch länger zu überleben. Ja, nehmen wir mal die zwei. Wisst ihr, wie man die Glastür des Käfigs aufschließt? Ich glaube, in einer der Truhen liegt ein Schlüssel. Oh, bitte findet ihn und helft mir. Bitte helft einem alten Mann. Ja, also gut, ich werde ihn suchen und euch befreien. Niemand sollte auf diese Art behandelt werden. Bitte beeilt euch. So, das müsste ein Tagebucheintrag sein, oder? Nö. Gut. Zeit aufzubrechen? Immerhin. Okay. Such sicherheitshalber nach Fallen. Ja. Ah, Tränke, die wir nirgendwo reinstecken können gerade. Also Heiltränke und Unsichtbarkeit. So sollte das gehen. Trank des Feuerodems. Au, au, au. Noch mehr Heiltränke, noch mehr Türsachen. Okay. Schutzformel gegen Elektrizität. Was können wir noch rausschmeißen? Da ist noch eine Tatsche, die weg kann. Ja gut, werfen wir die Lederrüstung auch mal raus. Und den Helm, der ist auch nicht viel wert normalerweise. Dann geht halt das hier rein. Ja. Und ja, falls ihr es gemerkt habt, ich gebe immerhin absichtlich nicht keine Gegenstände zurzeit, auch wenn sie jede Menge frei hätte. So. Gut, das heißt immerhin, sperr mal auf. Edler Herr, Ja. bitte rettet Ja. mich. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich mache keinen Ärger, nicht wahr? Ich will euch nichts Böses. Ich werde meine Begleiter nicht in Gefahr bringen, nur weil wir euch an den Haken haben. Sucht euch selbst einen Weg nach oben. Wisst ihr irgendetwas über das Gefängnis, wie zum Beispiel den Weg nach draußen? Seid ihr sicher, dass ihr nicht wisst, wer hier hinter allem steckt? Auch Kleinigkeiten könnten nützlich sein. Was ihr auch immer seid, ich habe beschlossen, euren Dasein auf jeden Fall ein Ende zu setzen. Nein, nichts. Wisst ihr den Weg nach draußen? Nein, tut mir leid. Als ich hergebracht wurde, habe ich nichts gesehen. Ich kann es kaum erwarten, diesen entsetzlichen Ort wieder zu entkommen. Danke, dass ihr mir erlaubt, euch nach draußen zu folgen, meine Fürstin. Keine große Herausforderung. Ja.
Insk, ja, hier, Freiheit für den Djinn. Ja, der Schlüssel zu Friends Befreiung. Ich konnte Friends mit dem Schlüssel, den ich im Hauptraum außerhalb des Gefängnisses fand, aus seinem Käfig befreien. So, dann hoffen wir mal, dass das kein Fehler war. Naja, bis jetzt noch nicht. Gut, wir haben jetzt ja nur noch den Gang hier. Alles andere haben wir abgegrast. Hier ist nichts mehr. Hier war nur der Teleporterraum. Hier oben ist alles erledigt. Außer in, ja, in seinem Raum sind noch Sachen, die wir plündern können. Also gehen wir doch nochmal zurück. Ja, kein Problem. Auch wenn ich nicht glaube, dass da irgendwas Nützliches drin ist. Okay, okay. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich habe nichts gesagt. Eine Schutzformel, die wir mal wieder nicht benutzen können. Oder irgendwo reinpacken können. Nee. Aber ein Geschwindigkeitsöl, das können wir reinpacken. Verschwimmen haben wir auch noch nirgends. Okay, dann werfen wir doch die Hellebarden weg. Oder bevor wir einfach wahllos Sachen wegschmeißen, rüber zu Imoen, damit die damit total überladen ist. Okay. Los, spuck also hier lang. So, das war jetzt fast alles, oder? Die kann Yahira gerne haben. Die können dahin, genau. Von denen hat Minsk ja schon ein paar Dutzend. Den Zauber haben wir auch nirgends. Nee, du bist ein Bastardschwert. Bastardschwerter schmeiße ich jetzt nicht so einfach weg. Lieber Lederrüstung. Genau, und den Zauber haben wir auch noch nicht. So. Ich warte. Nun gut. Okay, wir haben alles. Rettet mich, Hitlerherr. Bitte, ja. Rettet mich. Wisst ihr, wer dahinter steckt? Jo. Er hat also nichts Nützliches zu sagen, nur dass er nichts weiß. Ihr braucht Yoshimo ist bereit. Ah, da kommt er endlich. Ja. Also immer gucken, dass wir den im Sichtbereich haben, sonst kommt er nämlich nicht nach. Hier sind wieder tote Leute. Hallo, mein Freund. Aha, ich habe doch gewusst, dass hier unten, dass es hier unten Verstärkung geben würde. Kann alleine gar nicht so mächtig sein, habe ich gesagt. Ich beende die Sache einfach hier und jetzt. Ihr werdet das Ende von Irenikus und diesem kleinen Gildenkrieg erleben, noch bevor der Tag zu Ende geht. Gildenkrieg, wovon redet ihr? Ich will einfach nur aus dieser Höhle raus. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber wenn ihr nicht gerade sterben wollt, solltet ihr mir besser aus dem Weg gehen. Seid ihr für mein Hiersein verantwortlich? Ich will ein paar Antworten hören. Ich bin kein Freund von Irenikus. Ich werde mit euch gegen ihn kämpfen. Ich will Antworten hören. Ihr werdet von mir keine Antworten erhalten. In Zeiten des Krieges müssen unsere Geheimnisse gut verwahrt bleiben. Es muss euch reichen, wenn ich sage, dass eure rivalisierende Gilde nicht überleben wird. Ihr werdet hier nicht kampflos entkommen. Euer Meister wird sterben und ihr werdet mit ihm in den Tod gehen. Ihr versteht nicht, ich verstehe nichts davon, aber falls derjenige, der hier tötete, da hinten ist, werden Bo und Minz kurz einen Prozess mit euch machen.
Ihr und eure Gilde werden sterben, egal was ihr sagt. Die halten uns wohl für Irenikos Freunde. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Ich finde es wirklich unglaublich, dass ihr so schnell gekommen seid, wo ihr doch so leicht getäuscht werden könnt. Eure Zeit ist gekommen, Primaten! Oh, ein Doppelgänger. Die Dienerin schon erledigt. Auf geht's. Verstanden. Ja. So. Genau, schließ ihn mal da ein. Ich entsinne mich. Ist was los? Schön. Und ich wollte eigentlich gerade auf ihn drauf ballern, aber er ist gestorben. Gut. Erzählt mir mehr davon. So, die Schatten, die wir hier haben. Gutes Geld dabei. Ja, keine große Herausforderung. Und der Typ war ein Doppelgänger. Oder einer von Sarivox Überrest. Und das hier sieht langsam so aus, als ob wir einen Abwasserkanal entdeckt haben. Hä? Wir scheinen auf jeden Fall nicht mehr in dem normalen Dungeon-Kerker drin zu sein. Gut. Hier sind jede Menge Schandendiebe. Das scheint wohl der Eingang zu sein. Die sind wohl alle hier durch den Eingang reingeströmt und in die Fallen gerannt. Die zum Glück jetzt deaktiviert sind. Ja, Ausgang. Und es ist halt kein Teleporter. Das heißt, das Teleportarium hier hat uns irgendwo anders hingeführt, als wir hier jetzt sind. Gut, dann wollen wir mal rausgehen. Der Tunnel führt nach oben. Und schon bald blinzelt ihr in das willkommene Strahlen des hellen Tageslichtes. Ihr seid so erleichtert, dass ihr zunächst kaum die vermummten Leichen und die zertrümmerten Mauern um euch herum bemerkt. Überreste eines Kampfes, der hier noch vor wenigen Augenblicken getobt hat. Während ihr das Schlachtfeld betrachtet, hört ihr einen gewaltigen Wutschrei. Und eine ebenso gewaltige Explosion erschüttert den Boden. Der Durchgang hinter euch bricht zusammen, und ihr könnt euch nur knapp vor den herabstürzenden Trümmern retten, bevor die Erschütterungen abklingen. Kampfgeräusche toben rings um euch, als ihr endlich wieder auf den Beinen seid. Es scheint, die Schlacht ist noch längst nicht zu Ende geschlagen. Nein, wir sind jetzt mitten reingestolpert, so wie es aussieht. Sehr schön, oder? Aus dem Ring in die Traufe, aus dem Horror-Dungeon in irgendeine böse Schlacht. Vermutlich Irenikos gegen die Schattendiebe. Oder die Meuchelmörder halt. Ihr wagt es, mich hier anzugreifen? Niemand. Wisst ihr überhaupt, wen ihr vor euch habt? So, so, Gottes Kind. Ihr seid entkommen. Ihr seid findiger, als ich dachte. Ihr werdet uns nicht länger quälen. Dummes Mädchen. Ihr versteht einfach nicht, was ich tue, nicht wahr? Es ist mir egal, was ihr macht. Lasst uns gehen. Ich werde euch nicht gehen lassen. Nicht, wenn ich so nah daran bin, eure Macht zu erschließen. Wir wollen nichts von euch. Ich werde nicht länger dem Plappern ignoranter Kinder zuhören. Das ist eine nicht genehmigte Anwendung magischer Kräfte. Alle Beteiligten werden verhaftet. Dieser Aufruhr ist beendet.
muss man mich ständig stören. Macht dieses Magiers ist enorm. Wir müssen ihn schnell überwältigen. Genug. Ich habe dafür keine Zeit. Stoppt eure Zauberei und kommt mit uns. Eure bemitleidenswerte Magie ist nutzlos. Hört auf. Selbst wenn wir fallen, unserer gibt es viele. Ihr werdet überwältigt werden. Ihr langweilt mich, Magierlein. Vielleicht kriegt ihr mich, doch dabei wird auch das Mädchen leiden. Was? Nein, ich habe nichts getan. Ihr seid in die illegale Verwendung von Magie verwickelt. Ihr werdet mit uns kommen. Ich will nicht mit ihm gehen. Nein, helft mir. Werte statt Wörter.